Frankreich erhält erstmals seit 30 Jahren wieder eine Frau an der Spitze der Regierung. Präsident Emmanuel Macron hat die bisherige Arbeitsministerin Elisabeth Borne zur neuen Premierministerin ernannt. Sie tritt damit die Nachfolge des bisherigen Regierungschefs Jean Castex an, der zuvor mit seiner Regierung den Rücktritt eingereicht hatte. Elisabeth Borne, die seit 2017 zunächst für das Verkehrsministerium und dann für den ökologischen Übergang zuständig war, stand lange den Sozialisten nahe und schloss sich 2017 der von dem liberalen Macron neu gegründeten Partei La République en Marche an. Sie gilt als eine Vertreterin des linken Flügels der Regierung und ist für ihre Strenge und Kompetenz bekannt. Ihr Name wurde seit der Wiederwahl von Emmanuel Macron am 24. April regelmäßig genannt. Der Präsident hat erklärt, er wolle einen Premierminister mit einem sozialen, ökologischen und produktiven Profil und es sollte eine Frau sein. Die 61-Jährige ist erst Frankreichs zweite Premierministerin nach Edith Cresson, die das Amt unter François Mitterrand von Mai 1991 bis April 1992 innehatte. Die Regierungsbildung unter Borne soll in den kommenden Tagen erfolgen.